Nach Bayern ist Hamburg das zweite Bundesland, das Details zum offiziellen Bußgeldkatalog nun veröffentlicht. Wie der NDR berichtet, sind dabei die Ordnungswidrigkeiten in Hamburg wie folgt geahndet. Der Besitz im öffentlichen Raum zwischen 26 bis 30 Gramm wird bestraft mit 500 bis 1000 Euro. Der Besitz von mehr als 50 Gramm bis 60 Gramm privat zu Hause innerhalb der Räumlichkeiten liegt bei 500 bis 1000 Euro ebenfalls. Cannabiskonsum von Minderjährigen 1000 Euro. Cannabiskonsum in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen und öffentlichen Sportstätten 500 Euro. Wie auch im bayerischen Bußgeldkatalog ist hier die Betonung auf 100 Meter Luftlinie, obwohl das Cannabisgesetz ganz klar die Luftlinienregelung in Ergänzung zur Sichtweite eingebracht hat. Das heißt, in Sichtweite enden maximal bei 100 Metern Abstand. Cannabiskonsum in Fußgängerzonen zwischen 7 bis 20 Uhr 500 Euro. Nicht ordnungsgemäße Lagerung oder Aufbewahrung von Cannabis im häuslichen Umfeld 500 bis 750 Euro. Der Besitz von Cannabis im militärischen Bereich 500 bis 1000 Euro. Der Anbau von Cannabis im militärischen Bereich 750 bis 1250 Euro. Und sowie, hier eine kleine Besonderheit, die Einfuhr von Cannabissamen aus Nicht-EU-Ländern zu Geschäftszwecken. Explizit hier ausgeschrieben zu Geschäftszwecken laut NDR-Meldung 100 bis 30.000 Euro. Dürfen also Privatleute aus dem Nicht-EU-Ausland in Hamburg ansässig dann mit dortiger Lieferadresse Cannabissamen einführen? Diese Formulierung ist eine Besonderheit in der Regelung in Hamburg. Anders als in Bayern, dort wird die Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern bei Samen allgemein als Ordnungswidrigkeit festgehalten, ähnlich eben wie es auch so im Gesetz steht. Hier spezifizieren sie die Bestrafung bei Einfuhr zu Geschäftszwecken. Damit werden explizit dann auch Privatleute zu eben nicht gewerblichen Zwecken dabei ausgeschlossen in der Bestrafung, bedeutet ergo keine Ordnungswidrigkeit für Privatleute. Steht das jetzt etwa dadurch im Raum oder ist der NDR vielleicht nur nicht ganz so präzise in der Berichterstattung gewesen? Kann ich mir aber kaum vorstellen, sie werden die Meldungen entsprechend ja auch präzise aufbereiten, deswegen gehe ich mal hier davon aus, dass das so stimmt, wie berichtet. Insgesamt auf jeden Fall eine sehr interessante Thematik, da ich mittlerweile eben auch selber als Händler für organische Düngerzusätze, Substrate und Zubehör neu auch Samen im Sortiment habe. Ist das so ein Punkt, der vielleicht auch in Baden-Württemberg relevant sein könnte? Wobei ich auch bisher eben nicht auch nur ansatzweise den Gedanken gehegt habe oder das Bedürfnis gesehen habe, aus Händlerperspektive außerhalb der EU zu beschaffen. Denn hier gibt es so viele gute traditionelle Breeder. Ich bin derzeit im Startsortiment mit Dutch Passion und Super Sativa Seed Club aufgestellt. Das sind Breeder-Samenbanken mit über 30 Jahren Zuchterfahrung. Jetzt kann man zwar immer sagen, auch bei den Großen hat man nie eine 100%ige perfekte Sortimentslinie. Ab und zu gibt es auch mal Zwitter bei so großen, vielfältigen Sortimenten. Aber in Summe sind dort sehr viele über viele Jahre bis sogar Jahrzehnte sich gehaltene Strains vorhanden, die ich auch selber persönlich sehr schätze. Und auch bei den modernen US-Linien haben sie viel zu bieten. Man muss also nicht direkt zwingend aus den USA einführen, um potente, gute, hochwertige US-Genetik auch hier in Europa zu bekommen. Wer sich also jetzt denkt, ich warte mal lieber noch in meinem Bundesland, ob das dort auch eben genauer spezifiziert wird. Im Zweifelsfall beschafft einfach innerhalb der EU, ob national oder dann im Ausland, Hauptsache ihr geht derzeit keine unnötigen Risiken ein. Das ist so klar geregelt und wie das eben für Privatleute in anderen Bundesländern gehandhabt wird, das wird sich noch zeigen. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Schaut auch vorbei auf bio-gartmed.de. Wie erwähnt, neu mit Samen im Sortiment. Bis zum nächsten Video. Ciao.